Weltjahresbestleistung, persönliche Bestleistung, Meetingrekord. Malaika Mihambo hat beim ISTAF Indoor in Berlin mit einem Satz auf 7,7 Meter im letzten Versuch das Publikum in Verzückung gebracht. Nach 6,99 Meter im Vorjahr war das Ziel klar, zum ersten Mal in der Halle über 7 Meter zu springen. Im sechsten Versuch gelang Mihambo unter Standing Ovations der 12.500 Zuschauer ein fantastischer Satz. Als natürlich beim letzten Sprung alle Standing Ovations gegeben haben, das war was sehr Besonderes. War für mich das erste Mal, dass das passiert ist. Es hat mir auch wirklich geholfen, das einfach mitzunehmen, diese Freude und die Unterstützung. Und deshalb war für mich hier in Berlin heute ein ganz besonderer Tag. Dabei fand Mihambo zunächst im Anlauf nicht den richtigen Abstand zum Brett und konnte so ihre Stärken nicht ausspringen. Erst im letzten Versuch passte alles. Der Wettkampf war nicht ganz so leicht für mich heute. Ich habe lange gebraucht, um reinzukommen. Von daher war das heute echt so eine Wackelpartie. Aber ich wusste, dass ich 7 Meter springen kann. Aber es dann zu tun, ist auch das, was man halt machen muss. Und es reicht einfach nicht, wenn man es einfach nur das Vermögen hat, sondern man muss es auch zeigen können und unter allen Bedingungen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass mir das heute auch wieder geklickt ist. Kurz zuvor hatte die Berlinerin Lisa Marie Quailly beim Heimspiel für Furore gesorgt und den 60-Meter-Sprint für sich entschieden. In 7,25 Sekunden lief die deutsche Hallenmeisterin von 2019 mit Saisonbestleistung der Konkurrenz davon und konnte ihren Sieg vor heimischer Kulisse kaum fassen. Ich habe gar nichts mitbekommen, deswegen war ich auch so überrascht, dass ich gewonnen hatte. Also zu Hause ist es wirklich immer am schönsten. Ich versuche auch jeden Moment dann hier zu genießen und überall auch zu laufen, wenn es geht in Berlin immer. Und ja, das ist echt unglaublich. Im 60-Meter-Wettbewerb der Männer liefen Alexander Askovic und Michael Pohl auf die Plätze 2 und 3 hinter dem Türken Emre Safarbarnes. Im Hürdenfinale kam Gregor Traber auf dem 3. Platz ins Ziel. Für Begeisterung auf den Rängen sorgte das Diskusduell. 4 Frauen und 4 Männer traten in direkten Duellen gegeneinander an. Nach dem Sieg der Frauen im vergangenen Jahr setzten sich am Valentinstag dieses Mal die Männer durch. Das Diskus-Highlight des Abends gelang jedoch Shanice Kraft. Die deutsche Meisterin von 2018 schleuderte den Diskus auf 64,3 Meter, Weltrekord. Es war einmal mehr ein magischer Leichtathletikabend. Das ISTAF Indoor macht seinem Ruf als weltweit größtes und stimmungsvollstes Hallenmeeting alle Ehre.